Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2013, der Rob spielt das. Und wir befinden uns in Folge 73 und fahren heute eine BR-628, gerade erschienen von Rail Traction. Und wir werden jetzt erstmal hier die ZZA umstellen. Und zwar mit Shift und Plus auf dem Ziffernblock. Haben wir nicht heute hier eine Sonderfahrt? Wo müssen wir ganz runter bis in den Keller der ZZA schalten? Lindau, Ulm, Luxemburg, Münster, Bocholt, Fulda, Duisburg, Duisburg Hauptbahnhof, Rosenheim, Crailsheim. Jetzt müsste es langsam kommen. Berlin, Suchbrunnen, Oberhausen, Kiel, Frankfurt Hauptbahnhof, Simbach. Da ist er, der Sonderzug, wunderschön. So, jetzt müssen wir auch mal in den Führerstand wechseln. Uns davon überzeugen, dass wir in Langenhausen sind, ja. Stehen wir denn jetzt auch richtig rum? Ja, wir stehen richtig rum. Wir werden jetzt erstmal das Fahrzeug ein bisschen aufrüsten, den Fahrtrichtungswender nach vorne, die Türen auf und die PZB einschalten mit Shift-Steuerung Position 1. Ja, leuchtet sie auch. Und die SIFA einschalten mit Shift und Ziffernblock Enter. Das machen wir doch mal. Jawohl. SIFA ist an. Dieses wunderschöne Rappeln im Leerlauf. So hört sich es auch an. Guck mal draußen. Fahrgäste laufen noch schnell zu den Türen und verschwinden in ihnen. Ja, wir werden jetzt mal hochfahren Richtung Dissen. Wird ein ziemlich kurzes Video werden. Oh, wir dürfen nicht schneller als 45 fahren. Aber wir können uns befreien. Da wurde ja mehr als 30 angezeigt am Vor- und am Hauptsignal. Jetzt geht es hier einen steilen Berg hoch. Ja, ich hatte eigentlich ein anderes Szenario geplant. Aber nach 36 Minuten Aufnahme ist es mir mit einem SBH abgestürzt, mit einem Something Bad Happened, was, ja. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Das ist natürlich nicht nett. Aber, dann fahren wir halt das hier. So. Achso, wir können noch mit Shift und L die Instrumentenbeleuchtung einschalten. Geht. So, jetzt reicht es aber auch, ja. Nicht zu schnell werden, damit wir in Berndorf nicht über den Bahnsteig hinaus schießen sozusagen. Ja, die Links dazu, zu diesem Video, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Unter dem Video einfach auf Mehr Anzeigen klicken und dann öffnet sich das Ganze. Dann braucht man da nicht in den Kommentaren zu fragen, wo man denn das entsprechende Fahrzeug auch herkriegt. Das steht nämlich alles immer unter meinen Videos in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall mal etwas
bremsen, die SIFA bestätigen, damit sie uns da nicht in die Kantare fährt. Hier sind wieder längere Bahnsteige. Stehen. In Berndorf. Und so ab 10 kann man dann wieder die Bremse ein bisschen ich wollte die eigentlich lösen. Genau. Damit es nicht so ruckelt. Unsere Sonderfahrt hier in Berndorf. Wie schön. Touristen-Sonderzug. Oh, hier, er ist auch ziemlich warm angezogen, würde ich sagen. Also es scheint ja schon Sommer zu sein. Wenn wir uns das Ganze mal von außen angucken. Türen sind zu. Fährt er ab? Oh, Radschlupf. Einmal mit B, einmal mit N. Also mit B-Taste und N-Taste. Das ist N. Das ist B. Da kann man auch länger. Ja. Mein Gott, das geht ja hier auch hoch. Das war eine Riesensteigung. Ich glaube, ich werde die 36 Minuten von der anderen Folge einfach als 72 B veröffentlichen. War nämlich eigentlich eine schöne Fahrt. Ist ja auch ein tolles Fahrzeug, muss man ja so sehen. Was ich auch lustig finde, ist hier die mitlaufende Uhr. Ich glaube, das gab es noch gar nicht, dass im Cockpit so eine Uhr mitgelaufen ist. Korrigiert mich, wenn ich da was Falsches sage. SIFA mal drücken. Tunnelgeräusche, wie schön. Thank you.
Sonderzug. In den Führerstand. Ja, was gibt es hier noch zu entdecken? Wir haben hier Sonnenschutz. Gibt es hier vorne noch MG-Bremse? Ich weiß nicht genau, was das ist. Machen wir mal an. Wir machen die einfach mal mit an. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Hier der Sand im Knopf. Hier das Signalhorn. Wiper-Switch. Speed. Geht irgendwie nicht. Ah, doch, hier. Jetzt geht's. Mal wieder aus. Ja. Es geht auch. Hier gibt es noch den Motorstarter. Signal-Switch kann man so. Also ich denke, es ist einfach das Licht vorne. So sieht es im Innenraum aus. 120 darf man fahren. Spiegel gibt es auch noch. Hier gibt es auch so einen Mirror-Switch, aber ich weiß nicht, was das genau bedeuten soll. Passiert einfach nichts, wenn man den betätigt. Ah, ja, wir sind in diesem schon zu Ende sozusagen. Bremse wieder etwas lösen. Ja, das ist auch schon das Ende des Szenarios. Tut mir sehr leid, aber ihr könnt euch ja noch das andere Video angucken von dem missglückten auf Elbe-Weser-Dreieck. Da habe ich auch noch ein paar Zwangsbremsungen hinzugefügt. Hier machen wir auf jeden Fall mal die Türen auf. Und ja. Auf jeden Fall ein schönes Fahrzeug, die 628 hier, die BR 628. Wunderschön, können wir auch mal Licht anmachen. Mit Haar. Ja. Ganz kurzes Vorstellungsvideo. Wenn ihr etwas mehr sehen wollt, müsst ihr halt die Folge 73b gucken. Da ist, da hört es aber plötzlich dann auf, weil da halt ein SBH drin war. Naja, shut down your engine and switch off from cabin. After that, drive upstairs to repair yard and place your train there. Oh, es geht ja noch weiter. Okay.
kann man hier einen Motor-Switch ausmachen. Aber kann man auch Motor ausmachen? Ja, doch. Geht aus. Schön. Ja, dann können wir einfach hier mal in den anderen Führerstand wechseln. So. Ich dachte schon, das wäre so kurz. So. PZB, sie verlasse ich einfach mal aus. Also für die 200 Meter hier lala, braucht man das nicht. Die Türen sind noch offen? Nee. Achso, ich habe den Motor noch nicht angemacht. Ja, da muss man den natürlich wieder anmachen. Ne? Wenn man den ausgemacht hat. Jetzt ist er auf jeden Fall an. Jetzt fahren wir da schön in den Wartungsschuppen rein. Betrachten wir das mal als Rangierfahrt. War nicht mehr als 25. Oh, da steht ja auch schon der Kollege. Dem können wir jetzt schön einen Kaffee zusammen trinken, bis es dann weitergeht, hoffe ich mal. Ja, wenigstens ein Szenario heute am Tag. Das funktioniert. Das war jetzt ziemlich schnell Ende. Naja, gut. Wir können uns auf jeden Fall nochmal hier die Tafel angucken. Geschwindigkeitsübertretung hatten wir 15 Mal. Mein Gott, wieso kam denn da wieder die gleiche Tafel? Hm. Naja, manchmal also hat man halt nicht so viel Glück. Gerade ich jetzt im Moment ist irgendwie verhext mit dem Train Simulator. Aber es kommen bessere Zeiten, denke ich mal. Ja. Wie gesagt, schaut euch das zweite Video vielleicht noch an. Es geht zwar auch nur bis zu einem Absturz, aber davor ist es sehr schön, wie ich finde. Ich bin etwas frustriert. Na gut. Ja, ich verabschiede mich. Der Rob sagt Tschüss.